Safe8Eight ist eigentlich ein hybrides Objekt. Also erstmal Objekt und was aber in jeweiligen Formen verwendet werden kann. Ja, das ist Bühne und vielleicht so auch Performance-Plattform und trotzdem wichtig auch Objekt. Also dass es so als Objektform irgendwie beibehalten wird. Und es ist auch ganz wichtig für uns, dass es so eine Infrastruktur ist, die wir Künstlerinnen zur Verfügung stellen, wo sie Dinge drauf machen können. Also sprich, wir haben das Objekt gebaut und ihr könnt machen, was ihr wollt. Also ist auch so ein bisschen so Teil unseres Programms heute. Und es ist uns ganz wichtig, dass so alles drauf Platz hat. Also so eben diese Lack-Performance, die wir irgendwie gemacht haben, ja. Oder diese, was Peter Bauer gemacht hat, dieses Enthüllen von dem Ganzen, wie du es auf Autoausstellungen siehst, wo du dann irgendwie so eine so laszive Posen drauf hast, wo es dann wieder als Objekt verwendet wird. Die Jukebox ist ein Projekt von mir und von Christian Ruchlewitz. Die wurde entwickelt im Jänner. Und da ging es irgendwie darum, dass wir ja immer so knapp bei Kasse alle sind. Und Christian und ich, wir haben uns eigentlich eher so über die Musik kennengelernt. Und wir legen oft zusammen auf, so als DJ-Team. Und dann war so der Gedanke, wie bringt man das wieder in eine Objektform? Also diese Liebhaberei, die uns verbindet. Und haben eben Geld machen und Objekt, also so two in one sozusagen. Was für mich zum Beispiel ganz wichtig ist, was auch in der Jukebox da drin ist, ist dieses, ich sehe mich sehr stark als Arbeiterin. Und das ist so ein Kontext, den ich versuche immer in meinen Objekten, die ich baue oder wo ich mitmache, auch in diesen Kollektivprojekten, dass das ist für mich zum Beispiel ganz wichtig. Also dass ich dann in dem Moment, wenn das Ding beendet ist, sehe ich mich als Arbeiterin. Oder ich stelle zwar die Infrastruktur, aber in dem Moment bin ich auch Arbeiterin, weil ich muss das Ding da hinschieben, ich muss es aufbauen. Und das sind so Dinge, die mich da dabei interessieren.